So, hallo liebe Freunde, mal gucken, ob wir jetzt direkt, wir sind hier voll mit Nahrung, das ist alles egal, jetzt gerade erstmal das Hauptformikarium, bevor ich da später wieder bei Formikariums Herausforderung 2 so scheiter wie war vorhin. Fangen wir einfach mal an, steigende Flut, ohne viel Gelabere. Ich nehme hier die schnell feuernde Waldameise. Und er will starten, ohne viel Vorgeplänkel. Wenn ich das hier nochmal zweimal spielen muss oder so, ist das immer blöd. This Formica rufa wood ant queen has laid her first brood in a burrow near the sea. Her nest is just on the outskirts of the beach, the perfect vantage point for scavenging hapless morsels washed in by the tide. At the moment, the tide is out, but it won't stay that way. The ants must make haste and stockpile what they can, while they can. So. Moment. Das war, glaube ich, alles falsch. Ach Gott. Egal, wir lassen die drei da jetzt. Und ich habe das überhaupt nicht bemerkt, dass das wieder der Eingang oder das Ausgang ist. Vielleicht schaffen wir den ja mal frei. There is food to be found all over the beach, but the wood ants must be cautious and choose their trails carefully. Tiger beetles frequent the higher ground, and they will make quick work of any wood ant that strays too close. Gut, das ist jetzt momentan nicht so günstig. Mach jetzt hier hinten noch ein paar. Und das war auch falsch. Das wird die 2 natürlich. Und die ziehen wir auch gleich drauf. So, also erstmal den Ausgang freischaufeln. Den Tag. Wir müssen 3 Nächte überleben. Den Tag zum Nahrungssammeln benutzen und auch richtig schön schon mal. Das habe ich auch schon mal gerne verrafft hier an dieser Stelle. Ja, hier machen wir gleich. This colony must remain small for now. Food is too scarce to support greater numbers. Eigentlich nicht. Eigentlich war ich jetzt wieder gerade nur zu langsam. Also, raus an die Oberfläche, Nahrung sammeln. Damit man die erste Nacht schon mal ein bisschen vor allem mit Soldatinnen verbringen kann. Das ist auch gar nicht schlecht an der Oberfläche. Wir sehen, hier sind hier diese Käfer, die sind auch übel. Und unsere erste, ja, direkt erreichbare Nahrungsressource, na, hier ist noch eine. Dann gehen wir mit der 2 dahin. Da bräuchte man nämlich schon Soldatinnen für. Also unser erster Ausbruch an die Oberfläche ist jetzt ganz vorsichtig. Einfach nur so viel wie möglich ran schaffen. Und dann gucken wir hier nochmal. Was haben wir denn? Wir brauchen Nahrungslager, natürlich.
So. Ja, da brauchen wir schon die Soldatin, um das zu holen. Aber wir können da auch ein bisschen frech sein. Ich gehe, glaube ich, mal mit der 3 da hoch. So, ein bisschen mehr Soldatinnen. Waren das jetzt hier meine Soldatinnen? Ja, na klar. The ants have been spotted by Cicindela dorsalis, the beach tiger beetle. With its long, slender legs, it's the king of speed on these intertidal flats. Its wide, carving jaws will slice effortlessly through squads of wood ants. It's going to take a monumental, unified effort to bring this beast down. Okay, wir probieren es jetzt mal mit 5. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Und dann steht uns ja die erste Nacht erst bevor. Uiuiui, ich habe Angst. Aber immerhin sammeln wir hier schon mal ein bisschen Nahrung am Strand. Das ist auch gar nicht so schlecht. Weil wenn die Flut kommt, ist diese Nahrung eh weg. Also die wird dann immer fortgespült und dann die The ganze tide Nacht. is coming in. Soon Ja, the okay. lower levels of the beach will be flooded. Any ants caught in the surge will be washed out to sea. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen das gar nicht. Wir schicken alle wieder nach Hause. Also das können wir uns jetzt nicht leisten, Ameisen zu verlieren, aber hier ein bisschen Nahrung gesammelt zu haben, das wird uns auch über die Nacht helfen, weil ich denke, dass wir jetzt, wo ist am wenigsten, da unten. Ich werde jetzt hier mal erweitern. So sieht dann unsere erste Nacht aus, dass wir hier wahrscheinlich den ersten bösen Gegner haben. Also was heißt wahrscheinlich? Das sind ja rote Ausrufungszeichen. Das heißt auf jeden Fall, nicht nur wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall. Predators are loose in the nest. Da sind The sie. larvae must be protected. Da sind sie The ants schon. must fight. So, schaffen wir 2 Stück? Das ist die große Frage. Ja, schaffen wir. Damit kriegen wir nämlich auch die Nacht rum. Wir können vielleicht sogar noch mal eine Arbeiterin, also nee, eine Soldatin hoch züchten. Och, ja, super Handy, ey. Ich liebe das USB. Danke, sorry. Die Flut steigt, aber alle sind drin, ne? Ja, sind alle drin. So, das heißt, die 3 können wir hier hinschicken. Und hier bauen wir noch mal ein bisschen so aus, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Wobei, nee, bei der Königin ist das eine dumme Idee. Machen wir hier. So, hier sind schon 4. Da brauchen wir ein bisschen mehr wahrscheinlich noch. Und da sind 3. Da ist einer ein Dicker, okay. Also wir brauchen definitiv mehr Soldatinnen, aber wenn, dann würde ich hier hochgehen. Zack, zack. So, Nahrung für 2 neue Soldatinnen, das ist gut. The tide has almost reached its highest point.
The sands east of the nest are about to be completely flooded. Ja. Das interessiert uns aber nicht, weil wir sind ja unter der Erde. Aber das ist eben auch eine Sache, die Flut steigt. Das ist hier Hauptinhalt von diesem Level. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. The tide is in, and soon night will fall. As the temperature drops outside, nocturnal creatures begin to awaken. It would be wise for the roofer colony to stay underground and hope that their nest remains hidden until the morning. Genau. Also wir sammeln jetzt hier unsere Nahrung ein, die wir hier geschlachtet haben, und schicken unsere Soldatinnen hier vorne an den Eingang, weil, guck mal nach oben, da rennen ein Siedlerkrebse rum. Overground, nocturnal hermit crabs rule over the sands at night. These creatures are typically scavengers, searching for algae and carrion on the beach. But due to the unusual incursion of Formica rufa colonies into this area, this particular community of crabs has developed a taste for ant flesh. Na, und da kommt der erste. Und dann gucken wir mal, was mit dem passiert. Das heißt, also das ist unsere Aufgabe, überlebe die Nächte. A hermit crab has found its way into the nest. The ants must mount a swift and decisive defense. So, den haben wir natürlich geschafft. Oder was heißt natürlich, das war ganz gut, dass wir den geschafft haben. Der gibt nämlich 80 Nahrung. Und so finde ich das nämlich gar nicht so schlimm mit den Einsiedlerkrebsen. Wenn die hier in unser Nest eindringen, haben wir eine zusätzliche Nahrungsquelle. Why not? Und können dann immer bequem hier unten unsere Soldatenpopulation erweitern. Und wie viel brauchen wir? Jetzt haben wir 14. Das sind 4. Ja, 4 müssten wir doch auch schon schaffen, oder? Das ist ein großer. Ich mache mal die 4. Und wenn in der Zwischenzeit was passiert, ja, dann bauen wir halt noch neu. Wir gucken nochmal mal. Ich hoffe, wir verpassen jetzt nicht, oder hoffentlich greift uns jetzt nicht noch ein Einsiedlerkrebs an. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ah nein, das war doch klar. Okay. Also ich muss jetzt erst die... Ach nee, haben wir schon geschafft. Also zack auf die 1. An zwei Fronten die Schlacht schlagen, aber wir haben zumindest die Würmer da hinten kaputt gemacht. Also auch wieder ganz viel Nahrung. Und ihr wisst ja inzwischen, was das heißt. Ganz viel Nahrung heißt neue Soldatinnen. Und dann erweitern wir hier auch nochmal ein bisschen das Nest. So, die Einsiedler sind sogar schon direkt vor Ort und Stelle auf dem Nahrungslager. Also ich weiß, falls das jemand mal in die Kommentare schreibt, dass die Ameisen auf dem Nahrungslager langsamer laufen. Aber so what, in der Nähe vom Eingang kann ich die eigentlich immer ganz gut verteidigen.
Und habe jetzt auch schon wieder genug Nahrung, um schon wieder die nächsten Erweiterungen hier vorzunehmen. Und dann haben wir die drei, schicken wir nach hier hinten. So. Gut. Ja, das könnte schon die erste Nacht entscheiden, mehr oder weniger. Mit einem vollen Nahrungstank und wesentlich mehr Arbeit, Soldatin vor allem, als wir in die Nacht gegangen sind. Das heißt, wir können auch jetzt dann am Tag diese Käfer mal angreifen. More hermit crabs have found the nest. So, noch ein paar Einsiedler. Sehr gut. Die Nahrung kommt zu uns, nicht wir zur Nahrung. Auch nicht schlecht. Also ihr seht, die bleibt dann halt direkt auf den Nahrungsfeldern liegen. Und damit ist das Einsammeln natürlich in kürzester Zeit erledigt. So, die drei sammelt noch. Ja, ich würde es trotzdem gerne mal wagen, oder? Sind wir schon so weit? Haben wir noch was Kleineres? Hier sind zwei große. Nee, okay. Also zwei große versus einen großen mit viel Nahrung. Dann versuche ich jetzt mal, ob ich einen großen mit viel Nahrung schon besiegen kann. Ansonsten wäre das ein schädlicher oder ein schändlicher Versuch, der nicht auf YouTube veröffentlicht wird. Wie schon ein paar Level, die ich aufgenommen habe und nicht veröffentlicht habe. Aber schauen wir mal. Nahrungslager voll, schnell neue Soldatinnen. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Wo ist denn die Eins? Hallo, Eins, Eins. Habe ich dich vergessen, die hochzuschicken? Ist ja geil. Ja, geil. Oh nein. The tide is receding and a new day dawns. The hunters of the night return to the safety of the shadows, and the ants can begin to lay down new trails. The harvest must go on. Gut, also Nahrung draußen. Direkt vor unserem Nest keine, okay. Doch da. Also. Die drei. Und die zwei. Und die eins geht hier hin, wo diese Käfer waren. Sind die da noch? Ne, die Eins bekämpft hier die andere Ameisenart. Also eine andere Kolonie, eine There are andere. other wood ants out here. They have also come to take advantage of the buffet provided by the sea. Territorial disputes will invariably favor the colony with the greater numbers. Genau. Da müssen wir also auch tagsüber schön kämpfen. Yay, geil. Ich würde noch mal unser Nahrungslager erweitern. Das gefällt mir so noch nicht.
So, Nahrungslager schon wieder voll, meine Güte. The workers have done all they can to improve these food stores. The Da huge haben tiger beetle has been defeated. There are many more of them, but this is a milestone moment for the colony. They cannot be bullied by sheer size alone. Genau. Also ein Milestone, yay. Und da ist schon der nächste Käfer, yay. Oh Mann, ey. Ja, siehst du, haben wir auch den Käfer. Wir haben viel Nahrung. Was war das denn? Oh Mann, meine Wohnung macht sich schon wieder selbstständig. Oh je. Hier fallen Sachen vom Tisch. Oh Mann. So. Aber da habt ihr gesehen, das waren glaube ich 170 oder so Nahrung für einen so einen Beetle. Das heißt, ganz egal, was die Kleinen hier sammeln, das ist nicht so viel. Und die werden vor allem ja auch von den Kollegen getötet. Also das ist auch nicht so toll. Dann schicke ich doch. Nee. Hier kann ich nichts mehr hochschicken. Gut, dann schicke ich die 1 auch hier hin. Ja, der Strand ist ein gefährliches Terrain. Guck mal hier. Hundert Nahrung schon eingelagert und hier jetzt waren wir da vollen Offensive rein. Gucken wir mal. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Soldatinnen. Jetzt fehlt uns die Nahrung, aber da kommt doch ganz viel Nahrung wieder rein. The tide is coming in. Soon the lower levels of the beach will be flooded. Any ants caught in the surge will be washed out to sea. So, schnell wieder alle Ameisen reinholen, oh Gott. Naja, wir haben dann Nahrung zugelassen. Aber am wichtigsten ist, dass die alle wieder zu Hause sind, bevor die Flut kommt. Und wir sehen hier oben alles schön cleaned. Also wir erweitern unseren Bereich. Also wer uns zu nahe kommt, auch der so ein Käferchen hier, ne? Wäre keine so gute Idee. Also. Das ist wohl noch mal gut gegangen. Die Flut steigt. Unser Nahrungslager ist eigentlich gut ausgebaut. Ja, man braucht immer mehr Soldaten, ne? Wisst ihr ja inzwischen.
nicht. Ist aber auch egal. Da kommen ja gleich wieder die Einsiedlerkrebse und ernähren uns von außerhalb. Und gibt's in unserem Nest noch irgendjemanden? The water is rising quickly. The ants must head for higher ground. Die 3 hat hier noch was zu tun und die 2 hat hier noch was zu tun. So, und da gab's doch noch 2 dicke, oder? Ne? Ja, hier unten. Und hier oben gab's nichts mehr, okay. Ja, dann Flut steigt, würde ich sagen, gehen wir auf die 2 dicken. Und 39 müsste eigentlich reichen. Also mit der 1 direkt hier hinterher. Bevor dann gleich die Einsiedlerkrebse kommen, dass wir da hier nochmal ein bisschen interne Nahrung haben. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. So. Ja, das klingt gut. Ja, das war super. Also eine Nacht haben wir ja schon überlebt. Also ich glaube gar nicht, den Level kann man viel schneller spielen. Es geht ja wirklich nur darum, überlebe 3 Nächte. Eine Nacht haben wir. The tide has almost reached its highest point. The sands east of the nest are about to be completely flooded. Können wir uns mal kurz angucken. Also irgendwie sehe ich das nicht. Also da waren wir ja vorhin noch suchen. Da laufen noch die gegnerischen Ameisen rum. Unser Nest ist nie unter Wasser. Also ich verstehe diesen Level nicht so ganz. Egal. Also Flut steigt. There is another creature roaming the sands tonight. Well, okay. Arctosa litoralis, the beach wolf spider. In the day, these spiders retreat to the shade provided by larger plants on the edge of the beach. But once the sun is gone, they are far more active and on the hunt for a midnight feast. Ja. Triggerwarnung, es gibt wieder Spinnen, die uns jagen. Yay. So, aber nee, stimmt doch. Also, ich verstehe den Level doch. Also, ja. Hier dieser Abgang. Da sind wir immer drüber gelaufen. Also das Wasser steigt schon. Wir sind nur eben on high ground und da kommt sie. Ah, ja, hallo, guten Abend. A wolf spider has found the nest entrance. She is only small, but her venom will quickly incapacitate any ant that tries to fight alone. Na, Königin verteidigen. Ah, die haben wir. Heidenei. Aber wir haben so viel Nahrung, alles gut. Aber es kann immer passieren, ne? Also wenn die Königin getötet wird, dann ist vorbei hier. Also, erweitern. Hallo? Meine Maus hängt? Achso, das war wieder so ein dummes Ding. Ja, alles klar. Und was ist besser als Soldatinnen? Abgegradete Soldatin. Nehmen wir auch davon noch ein paar mit, okay. So, hier hinten ist leer. Hier ist gleich auch leer.
Gut, also unter der Erde haben wir jetzt keine Nahrungsreserven mehr. Das ist aber auch egal. Another wolf spider has entered the nest. This one is large, fast and voracious. Wo ist die? Da unten. So, 180 Nahrung. Ich sag ja, die Nahrung kommt inzwischen in unser Nest. Auch nicht so schlecht. 180 Nahrung. Und wir sind inzwischen bei 51 Soldatinnen. Und haben jetzt gleich die zweite Nacht geschafft. Das ist ja mit das Wichtigste hier. Gut, ja, Nahrung und so ist alles jetzt da hinten, alles sinnlos. Und platzieren wir 2 und 3 wieder hier vorne. Falls da irgendwer nochmal irgendwie zur Königin durchdringen will, dass sie ein bisschen besser geschützt ist. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gefragt, kennt ihr das Spiel? Habt ihr es schon mal gezockt? Findet ihr es gut? Gefällt euch dieser Kanal? Wollt ihr abonnieren? Habt ihr noch nicht abonniert? Wollt ihr liken? Ihr habt immer noch nicht geliked? Also, ich freue mich auf jeden Fall über jeden Besucher, der hier mal vorbeikommt und mit mir interagiert. Wahnsinn. Freut mich. Bisher nur positives Feedback. More wolf spiders have found the nest. Ja, ach hier, ich habe die Wolf Spider, ach hier gar nicht hier. Ich habe den Eingang, aber nicht die Königin beschützt. Und wegen solcher Kleinigkeiten kann man dann so ein Level verpassen. Man sitzt davor, man guckt auf den Screen und fand ich ja letztens so witzig, wo ich mir dann nach dem Rennen dann mein Video angeguckt habe und gesehen habe, dass ich da irgendwie wie viel, 2 oder 3 Raids verpasst habe von den Sklavenhalterameisen. Und man ist da so fokussiert, was mache ich jetzt eigentlich gerade? Ach nee, ich will hier gerade noch, ich brauche Soldaten, noch Nahrung sammeln und so weiter. Und es steht auf dem Screen, neuer Raid in 3 Sekunden. Und ich, nö, einfach. Und dann so 20 Sekunden später, habe ich da schon wieder einen Raid verpasst? Also voll geil, voll geil. Weil einfach komplett Tunnelblick auf Fokus, auf das, was man gerade am Machen ist. Und rafft die einfachsten Sachen nicht. Und vor allem bei so einem Level ist eben genau das die Sache. Verteidige deinen Eingang, verteidige deinen Königin und alles andere ist Bonus, ne? Und ich sitze da vorm Screen und laber euch einen vor und übersehe komplett, dass ich da geratet werde. Also das war schon auch in der Third Person dann wieder, mir selbst beim Spielen zuzugucken. Also allein dafür hat sich schon dieses Let's Play gelohnt, weil dann gucke ich mir schon mal selbst beim Spielen zu. Und erzähle dabei Blödsinn. Aber hier bei dem Level habe ich ja, wie gesagt, viel Zeit zum Blödsinn labern. Wir sind groß geworden. Wir sind stark geworden. Wir können neue... Ich mache jetzt Verbesserungen. Einfach mal nochmal hier so... Noch eine. As the sun rises over a new day, the tide recedes. The nocturnal creatures return to the shadows, and once again, the harvest must continue. Yeah. Also. Ich glaube. Ach. Ich mach noch mal
Wir wollen heute wieder einen schönen, erfolgreichen Harvester-Tag machen. Gibt's nochmal zwei Arbeiterinnen gratis, das ist hier UNESCO 2 und 3. Habe ich jetzt auch keinen Bock gerade drauf, ich schieb die zusammen. Und hier oben ist ein Käfer, auch ein Käfer. Ja, dann gehen wir hier rein. So. Zeigen wir denen mal, was eine Hake ist. Ach, wir kommen da von unten, dann gehen wir vielleicht so rein. Oh, da kommen wir schon. Dass da diese befeindete Kolonie möglichst wenig Ressourcen ernten kann. Und ihr seht, da geht's auch The ants gleich. must defend themselves. Genau, da geht's sofort ans Kämpfen. Das machen wir auch mit der 1, schicken wir jetzt nach hier. Und die 2 dann eigentlich The auch direkt colony nach is hier. starving. There is not enough food to feed the new brood. Weil ihr seht ja, wir haben ja sofort so eine Location geraided. Also haben wir jetzt, wie viel haben wir jetzt? 2071. Hier die 1. Also mit 71 Arbeiterinnen raide ich hier so eine Location und danach ist keine Nahrung mehr da und danach machen wir noch den Käfer platt. Also das finde ich für, was haben wir, Tag 2? Ja, eine Nacht noch. Nahrungslager gleich auch schon wieder voll. Wir können also schon wieder neue Soldatinnen produzieren oder verbessern. Ich mache noch mal ein paar Verbesserungen. La, 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 la. Umso schneller gehen die Spinnen kaputt, umso schneller gehen die Käfer kaputt. Also, das macht schon Spaß. Also, dieses Level mag ich tatsächlich. So. Ich habe ja meine Seminararbeit über Einsiedlerkrebse geschrieben. Deswegen hat mich das sehr gefreut, dass die auch in diesem Spiel vorkommen. So, dann raiden wir mal diese Location hier. Zuerst die 1 und dann die 2. Jetzt sind wir mal die raiden und nicht die geraidet werden. So muss das sein, die 1, zack. Und zack, da kommen unsere Soldatinnen und jetzt gibt's Ärger. Aber für uns, wenn es alles gut läuft, wieder 340 Nahrung, ne? Also damit kriegen wir alle Verluste ausgeglichen und können natürlich unten im Nest auch wieder Erweiterungen machen. Ich mache jetzt alles Erweiterungen. Das läuft gerade so gut. Wie viel haben wir denn jetzt? Ist das hier ein Bug? Warum zeigt er mir das jetzt nicht mehr an? Da. Na, immerhin. Da kommen die Level 3. 6 Stück. 7. Ja. So, dann können wir ja
wieder einen auf dicke Hose machen. Und machen das jetzt hier auch wieder. 2 und die 1. Und wer uns da im Wege steht, der wird da platt gemacht. Und wir produzieren mit 600 Nahrung definitiv noch mehr Soldatinnen. The battle has begun. Ach, da ist die Eins am Kämpfen. Mal immerhin. The tide is coming in. Soon the lower levels of the beach will be flooded. Any ants caught in the surge will be washed out to sea. Das ist kein Problem für uns. Wir holen die jetzt alle schnell wieder zurück. Da sehen wir auch, wie die Flut steigt unten auf dem Miniscreen. Also da tut sich schon was. Das habe ich vorhin ein bisschen blöd erzählt. So, zweite Nacht haben wir überlebt. Yay. Nee. Ja, doch, klar. Also zweiten Tag haben wir jetzt überlebt und jetzt kommt die dritte Nacht. Und ich glaube, wesentlich kürzer, wie gesagt, kann man diesen Level gar nicht spielen. Es geht nur ums Überleben. Also, ich glaube, so eine Stunde oder so dauert der. Aber ich bin froh, dass wir ihn geschafft haben. Da passiert auch nichts mehr. Also 56 Soldatinnen, 407 Nahrung. Das ist alles im Rahmen unserer Möglichkeiten. Vor allem, weil wir ja auch tagsüber richtig schön Nahrung holen können. Also es geht jetzt eigentlich nur, ich hole auch water is rising quickly. Must head for higher ground. Eins wieder zurück hier hinten zur Königin. Das Einzige, was uns passieren könnte, wenn wir wirklich jetzt dumm sind und nicht aufpassen und dann kommt irgendeine blöde große Spinne und macht unsere Königin platt, während wir uns wieder ablenken lassen an einer anderen Stelle. Aber das machen wir heute ja nicht. Also, heute funktioniert alles so wie erwartet, planmäßig. Und die nächste Nacht, die dritte Nacht, sollte uns eigentlich nicht mehr vor große Probleme stellen. So, was machen unsere Arbeiten? Boah, ein paar Updates gehen, oder? Ein paar Dreier hätte ich ja schon noch gerne. Das hier oben waren ja die ersten, die wir gebaut haben. Deswegen haben die natürlich auch die ersten Updates gekriegt. The tide has almost reached its highest point. The sands east of the nest are about to be completely flooded. Also man kann hier schon noch wesentlich länger sammeln, ne? Also Flut steigt. Ich ziehe mich da immer sofort zurück, aber man kann hier wesentlich länger sammeln, das stimmt schon. Da bin ich ein bisschen übervorsichtig. Ich habe auch inzwischen bei diesem echt nicht einfachen Spiel
schon viel zu viele Level doppelt und dreifach gespielt, als dass ich jetzt noch voranpresche. Aber The das ist tide is jetzt in, and genau soon night will Maximalpegel. fall. As the temperature drops outside, nocturnal creatures begin to awaken. It would be wise for the roofer colony to stay underground and hope that their nest remains hidden until the morning. Ja. Also wir haben ja im Inneren des Nestes keine Gegner mehr. Das ist ja auch schon mal ein großer Vorteil. Alles beseitigt, was uns hier gefährlich werden könnte. Und die Spinnen kennen wir inzwischen, die Einsiedler kennen wir. Ach, ich gehe jetzt doch vorne an den Angang in der Kolonie. Da ist eine. A wolf spider has found the nest. Ja. Wie schnell die war! Wie schnell die war! The queen is in imminent danger. Ja, imminent danger. Ich hab's gemerkt. Genau das meine ich. Da sitzt sie hier, laber, laber, laber und kriegen wir hin. Alles kein Problem mehr. Und dann kommt so eine blöde Wolfsspinne. Also, ich halte ja Soldatin jetzt, egal was passiert bei der Königin. Das ist ja sowas von lästig. Und ich erzähl's noch. Da kommt so eine Spinne vorbei und tötet die Königin. Ja, bla bla bla. Oh Gott. Aber Nahrung hat sie geliefert. Das ist ja schon mal, wie ich auch schon mehrfach erwähnte, immer ein positiver Side-Effekt. So, da lernt das. Da. Ja, wie gesagt, es gibt hier keinen Beschleunigungsbutton. Ich würde jetzt gerne auf Fast Forward drücken. Man kann diesen Level einfach nur in Echtzeit erleben. Auch beim Aufnehmen natürlich. Und deswegen konnte ich diesen Level natürlich auch benutzen, um ganz viele tolle Sachen zu erzählen. Bla 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 bla. Na gut. Also jetzt wieder ernst werden. Ich glaube, wir haben es vielleicht geschafft, oder? Ja, wir schaffen das. Immerhin 480 Nahrung, also 483. Aber. So jemand, der mir irgendwie 58 Soldatinnen kaputt macht und die 20 Arbeiterinnen. Ach, da kommen die Hermit Crabs. Die Hermits. Sehr schön. Meine Einsiedlerkrebs. Ja, das wollte ich noch erzählen. Ich habe noch meine Studienarbeit gemacht. Gehäusewahlselektion von Einsiedlerkrebsen. Und da hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich gar nicht genug Muscheln gibt. Also die Muscheln sind der begrenzende Faktor, dass ein Krebs wachsen kann. Und das fand ich sehr spannend. Bagnols-sur-Mer, sehr schöne Ecke in Südfrankreich. Aquarium direkt am Hafen. Das war kein Urlaub, also wirklich eine Studienreise von der Universität. Und man konnte sich sein eigenes Thema aussuchen. Und ich habe Einsiedlerkrebse gemacht. Ja, und hier sind unsere Nahrungslager voll, was ja bedeutet, wir könnten hier auch schon mal wieder ein paar Erweiterungen machen. Hier passiert ja nichts mehr. Ja, hier kann man das echt schlecht sehen. Also 500 Nahrung wieder, okay. Ja, dann mache ich noch hier und da und da. A huge wolf spider has found the colony. This one is a mother, and her recently hatched brood have followed her into the nest.
These ants are facing an overwhelming infestation. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Ich glaube, das war's auch. Diese Mother mit ihren, mit ihrer Brood, war die letzte große Herausforderung. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe den Level ja schon mal gespielt, als ich noch kein Let's Play gemacht habe. Aber, ach, ich mag das. Wie das hier wuselt und wie es aussieht, wie so in einem richtigen Formikarium. Und wie es hoffentlich bei mir auch bald aussieht, da freue ich mich schon drauf. Hier wollte ich noch erweitern, ne? Boah, können wir ja mal machen. Ah, herrlich. So, draußen sind noch die Monster unterwegs und alles ist böse und keiner hat uns lieb. Aber das ist egal. Wie heißt es so schön? Wir sind gesettelt. Wir sind angekommen. Der Strand gehört hier uns. Wenn ich wollte, könnte ich hier rausgehen und machen wir mal. Komm hier. Bevor der reinkommt, machen wir ein Blatt. So als Machtdemonstration. Ah nein, da kommen die Spinnen. Ja, das war ja auch klar. Ja, doch nicht? Wo ist er denn, der Einsiedler? Da ist der Einsiedler. Chaka! As the ants grow in number, the local predators pose less and less of a danger. Eventually, they will be displaced from this area entirely. Despite the dangers of the beach, it seems this intrepid queen's gamble to establish her colony here has ultimately secured her success. Ja, cool. Sehr schön. Und hier bin ich gerade wieder am Überlegen, was mache ich denn jetzt? Territorium, ich gehe auf Gelee Royal. Ich werde es bereuen, oder? Werde ich es bereuen? Egal. So, das war eigentlich ein... Na, haben wir einen Erfolg? Wir haben keinen Erfolg, oder? Hallo? Gab es hier keinen... Nee, wir mussten doch Erfolge gegeben haben. Verstehe ich nicht. Gut. So, zurück ins Labor. Ich denke, ich mache jetzt hier auch gar nicht mehr lange rum. How is the colony progressing? The queen is exhibiting interesting new behaviors. I believe the colony is beginning to adapt. So, was wir auf jeden Fall hier mal kurz machen müssen, wenn ich noch das Abschlusswort mache. Die Nahrungsressourcen erweitern. Genau, und das war es dann auch eigentlich jetzt für heute. Wir haben einen neuen Speicherstand, wir haben eine neue... Jetzt sind wir ja wieder in so einer Meta-Formica. Eraptor-Kolonie. Das heißt, mit der machen wir nicht weiter beim nächsten Mal, sondern beim nächsten Mal gibt es Herausforderung Königin des Hügels oder Level Königin des Hügels Level 2.2. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich habe mir gerade irgendwie den Mund fusselig geredet, muss noch irgendwie was trinken. Aber vielen Dank, also wenn ihr so lange überhaupt bei geblieben seid, dass ihr durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Björn.